gefunden im Klo. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Komm gar nicht ran. Wo ist denn die? Wo ist denn das ganze Zeugs hier? Oh, die Toilette ist so groß. Flexi, was machst du denn da? Warte, Kevin, ich hab sie gleich. Ich skippe die Toilette-DVD mit dem verbotenen Film. Ja, ich hab sie. Alter Mann, du hast ihn, oder was? Ja, Skibidi die Toilette, der neue Netflix-Film von dem verbotenen Film. Schaut ihn euch an, Skibidi die Toilette von Netflix, krass, Flex. Hey, geh sofort runter, dann schau mal. Warte, da steht noch was. Netflix neuester Hit. Mit dem Text soll ich den vorlesen? Ja, lies den vor. Okay. Skibidi die Toilette versucht, Kameramann zu unterwandern. Doch Lautsprechermann eilt herbei. Gemeinsam kämpfen die zwei gegen das Toilettenkartell, Alter. Das hört sich ja ultra spannend an. Das ist ein richtig geiler Film. Aus diesem Grund, Freunde, schreibt jetzt mal Film in die Kommentare und lasst ein Like da. Jeder, der jetzt zuschaut, drückt den Daumen nach oben. Oh mein Gott, Skibidi die Toilette, der Film, der verbotene Film. Ich würde sagen, wir öffnen den mal und gucken, was drin ist. Hoffentlich ist da auch ein Film drin. 3, 2, 1. Ist da drin? Ist da ein Film drin? Da ist ein Filmflex, ich meine, ihr seht es. Und Klopapier. Falls du so viel Angst hast nach dem Film, dass du dann alles abwischen kannst. Meinst du? Ich sag jetzt nicht was, aber mit dem Klopapier kann man alles abwischen. Flexi, Mann. Da ist der Film. Oh, ich würde sagen, letztes Gott. Mal habe ich den Film eingelegt, jetzt legst du den ein. Kevin, bist du bereit? Auf jeden Fall, Flexi, leg ihn ein. Let's go und drin ist er. Mann, ich bin so aufgeregt, der Film ist drin, ich kann es kaum erwarten. Wir haben jetzt 3 Uhr nachts, wir schauen den nämlich zur Teufelstunde. Und ich würde sagen, ich verschwende keine Zeit. Ihr bleibt dran auf jeden Fall, lasst ein Like. Like da. In 3, 2, 1. Krasser Filmflexi, hochkant, Freunde, was geht? Ah! Oh. Ah, mein Gott! Digga, das ist die Skibidi Toilette! Laseraugen wie Superman! Was geht ab? Das ist wirklich Skibidi, Mann, der verboten ist. Wie Superman! Was? Der greift YouTuber, hast du gesehen? Der ja! Zerstört das ganze Gebäude! Der zerstört das Business! Wie stark ist Skibidi die Toilette, Leute, bitte? Mann, das ist. Wie krass ist das? Alter, Mann, oh die ganze Gott. Stadt besteht aus. Ah! Nee. Hast du es gesehen? Ah! Ich dachte auch, der läuft auf mich zu, Mann! Jetzt aus der Toilette haben wir den Film geholt. Ja, dann, ja. Ja, Junge, mein Gott, keine einzige Toilette ist mehr sicher. Ich weiß, Flexi, man sagt mal überall Toiletten drin hören. Ah! Ah, Mann, als ob... Was? Ah. Was? Nee, alles gut. Was? Skibidi in jedes Klo! Skibidi die Pissoir, Flexi, mal. Das habe ich noch nie gesehen im Pissoir. Was geht denn jetzt ab, Freunde? Das ist viel für zu uns. Krass. Oh. Ah. Was ist, Billy Eilish oder was? Sieht so aus, Mann. Was? Ah. Guck mal, die ganze Stadt schaut hey, wohin, aber wohin? Wow. Ah. Oh mein Gott, der ist ja riesig! Das ist der Anführer, Freunde! Das hier ist der Anführer! Das ist der König! Hier ist er, Leute, lasst jetzt mal ein Like da und schreibt Film in die Kommentare! Hier auf der Hälfte! Da! Ah! Alle, die sitzen, die Stühle sind Toiletten! Und ist der Kellner oder was? Ist das der Kellner? Nee, das ist der Chef, der reinkommt. Ist das der Chef? Natürlich, die ganzen Gäste sind auf Toiletten und essen. Ja. Ah, das ist der Chef! Du hast recht. Und da unten seine Armee. Ihr seht, hier unten läuft seine Armee. Die ganz kleine Leute laufen hier, Flexi. Man, der ist riesig! Hier ja! Junge, Alter. Stadt. Hey, wir schauen uns ganz um 3 Uhr nachts. Das ist Wahnsinn! Oh, hörst du das? Star Wars, Freunde! Oh Star Wars! Ihr seht es! Oh, noch mehr! Und die starten kleine Raumschiffe, Toilettenraumschiffe. Wollte ich gerade sagen, das sind alles fliegende Toiletten. Fliegende Toiletten, Mann. Party mit Skibidi. Toilet DJ. Das ist DJ Toilet, Mann. Das ist David Guetta. Skibidi Toilet DJ. Habe ich auch noch nie gesehen. Junge. Lasst ein Like da, Leute. Wieder ein Klo, lass mich raten, lass mich raten. Ich erschrecke mich trotzdem immer wieder. Ja, jetzt war es aber vor der Basisflex. Wenn du jetzt ein Klo... Oh. Warte mal. Gesehen, Flexi? Ja! Habt ihr das gesehen, Freunde? Wenn man die Spülung drückt, ist er weg! Da hat jemand gespült und dann ist er auf einmal weg. Das ist vielleicht der Trick, Flexi. Das müssen wir uns merken. Aber wer hat da gespült? Weiß ich nicht. Hast du eine Ahnung? Ihr habt so gesehen, irgendwie schwarze Handschuhe, irgendwas schwarz. Schwarze Handschuhe, schwarz. War das Wechsel? Nee, oder? Ja, glaube ich nicht. Wow. Die waren's. Kameramann. Kameramann! Kameramann! Gib mir die Toilette! Ihr seht's! Sieht ja aus wie ein Schlammfeld! Das ist ein Kampf wie bei den Avengers, Freunde! Oh mein Gott! Alter, wow! Hast du gesehen? Hä, hey, was ist das? Die goldene Statue! Skibidi's Toilette! Und wird bewacht! Ja. Die wird bewacht von kleinen Skibidi. Schau! Diese Spüle, das müssen wir uns merken! Das müssen wir uns merken! Aber was, wenn du spürst, was macht Kameramann da? Sein Zeichen, Kamera. Aber da wird auch schon Kameramann wieder verfolgt von Skibidi Toilette! Aber als Polizei! Und da kommt Skibidi Polizei! Oh mein Gott, die Polizei. Kameramann ist alleine! Oh. Junge. Nee, was ist das? Euer Ernst, Freunde, seht ihr, was hier abgeht? Ich glaube nicht, oder? Wieder ein Klo. Ah! Der heilige Skibidi Toilette? Wahnsinn, Mann, der hält jetzt sogar noch Predigen? Und das Ganze schauen wir um 3 Uhr nachts. Leute, lasst ein Like da und schreibt Film in die Kommentare. L-M hier unten der verbotene Skibidi Toilette. Die Kamera, Polizei. Ah. Und wird gegessen.
Ja, aber keine Chance. Ja, schau doch mal, wie riesig der ist. Der ist ja riesig, Alter. Aber, Leute, Mann, das wird so immer spülen. Aber ihr seht es, Kameramann spült. Und dann, er kommt auch nicht mehr wieder. Einmal gespült ist, gib mir die Toilette weg. Guck mal, du siehst die Flex. Oh mein Gott, die sind riesig. Kameramann, das Team Kameramann versucht. Hey, Mann, die sind größer als wir. Es ist Kameramann gegen Toilette, Mann. Das ist der Film. Es geht darum, wer gewinnt. Gib mir die Toilette oder Kameramann. Für wen seid ihr? Ich bin auf jeden Fall für Kameramann. Schreibt's in die Kommentare. Gib mir die Toilette oder Kameramann. Oh mein Gott, spül. Spülen. Jawohl. Das merken wir uns, Kameramann. Spülen. Somit kann man die Toilette besiegen. Oder wegschmeißen. Ja, das kriegen wir nicht immer, die Toilette. Oh, nee. Toilette ist zu schwer. Und guck mal, wie groß der ist. Wie sollen wir das machen? Mit Laseraugen. Von Superman, würde ich sagen. Superman. Superman hat die gleiche Fähigkeit. Mit den Augen. Guck auf uns. Wahnsinn! Guck mal, das ist von Half-Life, Mann! Oh mein Gott! Das ist Kamera-Turret aus Half-Life! Und wieder fliegende Toilette! Aber... Ey, das ist der Stärkste, glaube ich. Mit den Augen, mit den Laseraugen ist der Stärkste. Ihr seht, was hier drüben gerade abgeht, Mann. Das ist ein richtiger Kampf, ein richtiger Krieg. Das muss ich sagen. Geiler Film, spannend, Mann. Und hier das Ganze, die kannst du Soldaten, Kameramann, Soldaten. Und das Geile ist, wir wissen nicht, wer gewinnt. Marschieren auf drei Toiletten zu. Ja, wir sind riesig. Die sind riesig. Aber die haben keine Frucht. Kameramann geht hier ohne Frucht einfach gerade auf den Gegner zu. Bam, rennt. Sie rennen, ich sag's alle weg. Oh, aber der hat rasiert. Jetzt gib mir die Toilette. Ist einfach durchgeslidet. Alter. Und guck mal, ein einziger Kameramann wird verfolgt von 100. Ich sag's euch, ich bin für Kameramann und nicht für Skibidi Toilette. Skibidi Toilette ist für unfair, ihr seht's. 30 gegen 1. Und zweitens, da krieg ich Albträume. Guck mal, hat er gesehen, von der Toilette, vom Dach gestoßen. Und kommt hinterher geflogen. Gibt ihm noch ein hier, wie nennt sich das? Ich muss sagen, Skibidi Toilette sind echt verrückt. Guck mal, Kameramann mit der Drohne, mit der Autodrohne fährt rein. Mit der Kamera überwacht alles. Drohne überwacht übrigens, Freunde, falls ihr es nicht gesehen habt. Wir haben hier Skibidi die Toilette mit der Drohne überwacht. Klick da oben drauf und schau dir das Video an. Genau das, was ihr hier drüben seht, genau das haben wir gemacht. Oh mein Gott, Alter. Jetzt pass auf, die sind beim Hochhaus. Beobachten wieder. Beobachten eine ganze Armee von Skibidi Toilette und wieder so ein großer. Und jetzt, ich glaube, jetzt macht es gleich Rakete, oder? Oh, von oben, ja! Wow! Was hab ich dir gesagt? Die haben überlebt, aber die haben überlebt. Der große Geschütz. Die schießen. Oh mein Gott! Was geht jetzt, Freunde, Mann? Das ist wie so eine die Toilette hat zu spielen, Dame! Rennen! Oh mein Gott, das ist ja riesig! Hey, ich kann verstehen, warum der Film verboten ist, Lexi. Und es sieht aber schlecht aus für Kamera. Guck mal, da, ja, Kamera die verliert. Schau mal, was da für Leute kommen. Junge! Aber. Eins am anderen. Oh! Ja, aber der kommt ein bisschen spät. Achtung. Der ist riesig! Alter, der ist riesig! Freunde, was haben die jetzt gemacht? Die haben jetzt das ist Godzilla! Wie Godzilla! Digga, das ist. Wie Transformers! Der gibt den Daumen hoch, Mann! Ja! Endlich! Aber der kommt ein bisschen spät, Mann! Jetzt chillen! Wie siehst du die chillen? Jetzt wird der alle. Große spülen. Da! Der Große kämpft jetzt allein spülen. Und die kleinen Kameramänner, die schauen zu, essen Pommes, ja. Mal schauen, chillen! Und wieder spülen! Drei Stück hatte er jetzt! Was passiert? Und dreimal hat er gewonnen! Toilette kommt. Noch eine größere Toilette als dieser große Kameramann hier vorne! Keine Ahnung! Weil du sagst, Skibidi Toilette soll verlieren. Sieht aber gerade schlecht aus. Nee. Schau mal. Oh. Ja, jetzt, aber wieso kommt er so lange drauf? Da ist er. Der ist der Stärkste mit den Laseraugen. Ah, der nimmt ein Schutzschild. Riese gegen Riese. Der nimmt ein Schutzschild. Guck mal, da kommt noch einer. Die schießen Raketen, mal Toilettenraketen. Was ich jetzt hab. Die schießen ganze Toiletten. Ja, weiß ich. Wahnsinn. Oh, das sieht schlecht aus. Ich sag dir, das ist der gefährlichste. Ja, Mann. Das ist der absolut der gefährlichste. Schau mal, die verhörende Toilette. Oh mein Gott. Die verhörende Angry Toilette, Mann. Die reden mit der Toilette. Was ist hier ab? Und wenn du spülst, ist sie weg. Aber machen sie nicht, weil sie sie verhören. Wir spülen am Ende, weil er keine richtigen Infos gibt. Der labert wahrscheinlich eine Scheiße. Jetzt spülen. Keine guten Informationen über Toilette. Aber die geben keine Infos. Guck. Und tschüss. Kameraleute sind die besten. Leute, spülen ganz wichtig. Habt ihr eins, gib mir die Toilette zu Hause. Spült. Wer rennt da? Kamera, die rennen alle weg. Ja, aber rennen weg. Ja, weil da kommt wieder die Kamera. Oh, da kommt er wieder, der Riesige. Ey, das ist oh mein Gott, mit den Augen. Ich sag, merkst du die Steigerung in diesem Film, Lexi? Die Steigerung. Oh, schau mal, die spülen ihn runter. Nee. Doch, die spülen ihn runter. Ganz simpel. Alter, oh nein. Schaffen wir nicht. Nein. Die sind zu klein. Der Knopf war zu schwer und zu hoch. Die müssen viel weiter. Die haben es fast geschafft, den Chef runterzuspülen. Fünf Leute sind. Hä? Wie geht das denn bitte? Fünf Skibidis aus einer Toilette, das wird immer verrückter. Oh, krass, ey, die Kameraleute. Leute, lasst ein Like da, schaut euch den Film an, der Wahnsinn! Aber es klappt irgendwie nicht, man. Die haben sogar eigene Labore, Kameralabore. Und seien wir ehrlich, es gibt so viele Toiletten auf der Welt, das ist eine ganze Armee von Skibidi Toilets. Auf so jedem Klo kommt ein Skibidi. Und deswegen haben die auch richtig viele Versuchskaninchen, Versuchstoiletten. Eben! Die schicken einfach alle vor. Stell dir mal vor, das passiert hier bei uns. Leute, das Ganze um 3 Uhr nachts. Ich hab jetzt schon Albträume aufs Klo zu gehen. Ich hab auch gebrochen. Wie denn? Guck mal, überall es gibt die Toiletten. Übernehmen hier die Welt. Das ist Wahnsinn. Die ganze Welt nur noch es gibt die Toiletten. Leute, das ist ja Wahnsinn.
gesehen, ey. Auf geht's, Kameramann. Weil sie sind gut gekleidet. Die sollen schon gewinnen. Die halten sich. Ich bin für Kameramann. Guck mal, die haben auch eine... Alter, da oben fliegen sogar Lautsprecher rum. Seht ihr das? Tanzen die auch? Helikopterlautsprecher. Ja, Hauptsache, die sind auf der Kameramann-Seite. Guck mal, der Kameramann hat... Der fährt mit die Toilet rum. Der hat's getuned, Mann. Der hat es gepimpt. Der sitzt bei Toilet. Der hat den Hostage genommen an der Kette. Oh! Jawohl, der Lautsprecher ist auf der Kameramann-Seite. Deswegen habt ihr gesehen, der hat sich gerade einen Ohrschutz aufgesetzt, damit nichts passiert. Warum gegen Skibidi Toilette? Die Toiletten werden schön wieder sein. Zurück ins Klo gespült. Guter Saub bestimmt. Was ist jetzt los? Immer noch. Hey, wie viele Toiletten? Wahnsinn! Wie krank ist es bis jetzt, Freunde? Das ist krass, Leute. Krass, lasst ein Like da. Das ist absolute Wahnsinn, Mann. Weiterschauen, Mann. Und jetzt mein Gott, wie viele spülen. Immer spülen, das ist das absolut Wichtigste. Und spülen. Und noch ein Kick. Spül. Jawohl. Hol den absoluten Schwachpunkt. Und spülen. Jawohl, Freunde. Ich schwöre dir. Ich hab keine Ahnung. Der hat eine Sturmhaube auf. Oh. Von wem? Vom Lautsprecher-Boss. Das ist Lautsprecher-Boss. Auf jeden Fall. Was ist das für eine geile Sound, ey. Aber das ist gut, dass er auf Kameramann-Seite ist. Jetzt hat Skibidi die Toilette keine Chance mehr. Team Technik gegen Team Arbeit, weil er gesiegt natürlich. Hat. Er ist der König. Daumen, Daumen nach oben. Danke für Leute, deine Hilfe, Mann. Jetzt jeder, der zuschaut, lasst ein Like da. Oh mein Gott. Gut anstatt von Sind das die winzigen Skibidi die Toilette? Aber sag mal, Flex, ich bin für Team Technik anstatt Team Keramik. Auf jeden Fall, Mann. Ey, ich hab jetzt schon Albträume. Jetzt geht's, Alter, endlich jetzt der Spinnel, Vater. Nein, 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 nein. Am Anfang des Films hat die Toilette gewonnen, aber jetzt sieht es so aus, als wäre es schlecht aus, Kameramann die Kamera aber jetzt gewinnt. Und Kameramann-Team holt es gegen die Welt zu, kann es sein? Ja, ich bin auch sicher, dass jetzt Team Kamera gewinnt. Aber nee, schau mal, die halten da ein kleines Meeting. Ja, weil sie am Polieren sind. Aber was planen die da? Ja, das weiß ich nicht. Ich verstehe nur Spülung. Ich verstehe nur, es gewinnt. Alter, jawohl, Lautsprecher. Alles so klein, aber der ist riesig, der gewinnt doch. Bam, bam, bam. Zwei, drei Schüsse und alles vorbei. Keine Chance. Hallo, alles Gamen weg Flexi. Auf dem Friedhof der Keramiktiere. Gamen und Flexi. Was geht jetzt sofort Toilette? Habt ihr es gehört, mal Leute? Habt ihr es gehört? Wir sollen auf Toilette jetzt gehen? Jetzt sofort! Du hast ihn gehört, mal Freunde, ihr habt es gerade gehört. Wir sollen jetzt auf die Toilette gehen. Ja, du weißt doch, was auf dem Klo ist, Mann! Lautsprecher-Boss hat gesagt, wir sollen auf Toilette gehen. Du weißt, die Schwachstelle ist Spülen. Spülen, wir sollen spülen. Auf Spülen. Wir sind jetzt hier auf der Toilette und glauben, hier ist Skibidi Time, Mann. Oh mein Gott, ihr wisst es doch, in jedem Klo ist Skibidi die Toilette. Flexi, Mann, in 3, 2, 1. Ah, 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 du weißt doch, spüle, Das ist die Schwachstelle. Immer wenn Skibidi kommt, spülen! Und er ist weg!